Anscheinend gab es ein kurzes Hiccup damit. Nochmal von vorne. Und nochmal Hallo. Und nochmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Graphixly-Webinar. Diesmal auf Deutsch mit Illustratorin Vanessa Heuten, vielen wahrscheinlich auch bekannt als Valela. Zunächst kurz allgemein zu unserem Webinar. Es wird ungefähr eine Stunde lang sein. Alle Teilnehmer sind auf stumm geschaltet und werden gebeten, für die Fragen- und Antwortenrunde am Ende ihre Fragen in das Fragenpanel zu stellen. Die Zeit ist ein wenig begrenzt, daher werden wir vermutlich nicht alle Fragen beantworten können. Aber wir geben uns Mühe, so viele wie möglich aufzunehmen. Das Webinar wird aufgezeichnet und wird damit auch in den kommenden Tagen auf YouTube verfügbar sein, und zwar auf dem Graphixly und dem Clip Studio Paint Kanal. Die Teilnehmer unsererseits sind diesmal Mario Quinones von Graphixly, ich selbst, Joanna und natürlich Vanessa, die heute vortragen wird. Für diejenigen, die neu sind, Clip Studio Paint ist eine Mal- und Zeichen-App, die alle Funktionen für das Erstellen und Veröffentlichen von Comics und Mangas bietet, sowie Illustrationen und Animationen ermöglicht. Weitere Informationen dazu findet ihr natürlich auf clipstudio.net/de oder auf graphixly.com. Wenn ihr mögt, teilt eure Teilnahme bitte gerne auf Instagram in den Stories und taggt entweder Graphixly oder Wacom Clip Studio oder auch valela.sol. Und dann werden wir versuchen, eure Stories zu teilen während des Webinars und danach. So, und damit möchte ich dann auch schon das Wort an Vanessa übergeben, die heute das Thema Kinderbuchcover gestalten in Clip Studio Paint näher beleuchten wird. So, dann gebe ich das einmal an dich weiter. Sehr gerne. So, jetzt hoffen wir mal, dass das alles soweit klappt. Genau. Jetzt wollten wir das Cover sehen, um das es heute geht. Genau, sehen wir. Sehr Sehr gut. cool. Also, ich bin die Vanessa. Ich bin unterwegs mit dem Künstlernamen Valela Soul. Und ja, bin seit 2016 nebenberuflich Illustratorin, hauptberuflich in der Werbeagentur tätig und habe bisher zwei Kinderbücher veröffentlicht und ein eigenes Buch über Clip Studio Paint, wo ich Einsteigern zeige, wie man digital illustrieren, ja, da reinkommt und wie die ersten Steps so funktionieren. Und heute zeige ich euch, wie ich das Cover erstellt habe für den zweiten Band des Kinderbuches, was ich veröffentlicht habe. Und der Thomas Stehr ist der Autor davon. Und das ist beim Leontin Verlag erschienen. Und ich habe es heute vorbereitet, so ein paar mehrere Steps, dass ich euch einmal zeige, wie lege ich das überhaupt erstmal grundsätzlich an, dass ihr da erstmal so Bescheid wisst mit Auflösung und wie man das am besten macht. Und danach gehen wir so ein bisschen in die Planung rein. Wie habe ich das überhaupt, ja, mir überlegt? Welche Skizzen habe ich gemacht? Und so ein paar Tipps für so ausdrucksstarke Cover. Und zum Schluss zeige ich so ein paar, wie ich mit den Pinseln das koloriere, mit Texturen. Und zum Schluss nochmal so eine kleine Einführung zum Druck. Da ich in dem Bereich gelernt habe, kann ich euch da auch so ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben, wenn ihr selbst ein Kinderbuch veröffentlichen wollt, zum Beispiel. Und da das ja hier gedruckt wird, gibt es da eben bestimmte Sachen, die ihr beachten müsst. Und das fängt eben schon von Anfang an, wenn wir eine Datei anlegen. Da habt ihr das hier auf dem Symbol, könnt ihr eine neue Datei öffnen. Und ich kann euch empfehlen, da ja Druckereien in Zentimeter- und Millimetergrößen arbeiten, das hier auch umzustellen auf Millimeter. Und die Druckerei hat mir da Vorgaben geschickt, in welcher Größe ich das anlegen muss. Warum? Gewisse Dinge noch kommen dann später dazu, warum noch die Größe entsprechend so ist. Aber die Breite ist dann eben 365 mm, hat die Druckerei gesagt, von so einem Umschlag. Das ist nämlich Vorder- und Rückseite vom Cover, also das, was komplett drumherum ist. Das wird später ein Hardcover sein. Also das ist geklebt und schön fest. Und dadurch wirkt so ein Kinderbuch natürlich ein bisschen hochwertiger, als wenn wir nur so ein ganz weiches Cover haben. Und in der Höhe hatten die Druckerei gesagt, war 234 mm. Das könnt ihr nämlich dann genauso perfekt, wenn ihr diese Maßeinheit hier nehmt, eintragen. Und die Auflösung für den Druck ist 300. Ich habe in dem Fall 600 genommen. Falls der Verlag mal auf die Idee kommt, es mal, weiß ich nicht, als Banner drucken zu wollen, habe ich so eine doppelte Größe am Ende.
wo ich das verwenden kann. Aber eigentlich könnt ihr euch merken, 300 reicht für den Druck, wenn ihr das auf dieser Größe hier drucken wollt. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel 72 eingeben würdet, könntet ihr das auf diesem Maß, was ihr hier angegeben habt, das nicht mehr drucken, weil die 72 nicht ausreichen. Dann müsstet ihr das wieder verkleinern. Also könnt ihr euch so als Faustregel merken, ja, 300 die Maße eingeben, die ihr von der Druckerei bekommen habt und dann einfach auf OK. Schon habt ihr eure Fläche. Da ich natürlich nur 45 Minuten habe, habe ich das alles vorbereitet und zeige euch im ersten Schritt erstmal, wie ich da so rangegangen bin. Bei so einem Kinderbuch hat man ja den Text vorgegeben, da ja der Autor jemand anderes ist. Und ich habe das nur illustriert in dem Fall und wusste so ein bisschen, worum die Geschichte geht. Und der Autor hatte das Buch an einer bestimmten Szene genannt, nämlich im Spiegelsaal. Und da war ja klar, was auf dem Cover ja irgendwie sein muss. Da muss man ja diesen Spiegelsaal, in dem es in diese Geschichte geht, wollte ich ihn auf dem Cover mit draufbringen und habe mir halt überlegt, wie kann ich das lebendig und dynamisch darstellen. Ich habe auch hier mal das Buchcover mitgebracht von meinem Buch, das ich für Clip Studio Paint veröffentlicht habe. Und da ist es so, dass ich gemerkt habe, gerade so rote Töne, warme, knallige Farben, das spricht die Leute unheimlich an. Also man kommt irgendwie, man guckt dahin. Dasselbe gilt natürlich auch in dem Fall für auch Schrift, wenn die Schrift sehr groß und sehr klar ist. Und was ihr unbedingt bedenken müsst, wenn ihr ein Buchcover macht, es muss ja auch immer noch Schrift drauf, wenn ihr eine Illustration dafür macht. Das heißt, überlegt euch gut, wie ihr das Cover gestaltet. Zum Beispiel hier habe ich mir überlegt, eben oben in dem Bereich sollte der Titel hin. Also sollte da nicht so viel passieren. Es muss immer Stellen auf einem Cover geben, wo die Schrift wirken kann. Also wo nicht viel im Hintergrund und detailliert passiert. Deswegen immer im Vorfeld schon mal überlegen oder mit eurem Verlag sprechen, wo sie das gerne platzieren würden. Und da habe ich jetzt hier auch mal die Skizze mitgebracht. Tatsächlich war das recht einfach. So arbeite ich nur mit Konzeptskizzen, dass ich mir grundsätzlich in Kooperation mit dem Verlag überlege, okay, wo wollt ihr den Titel ungefähr hinhaben? Und da habe ich dann die Illustration so geplant, dass ich gedacht habe, es muss irgendwas mit Lila und Gelb so im Kontrast, damit das so richtig schön leuchtet und den Betrachter anspricht. Sollte halt nur ein Gesicht drauf. Was die Idee dahinter war, eben zum Beispiel, dass man, es geht ja um digital Zeichnen in diesem Buch, dass man halt nicht irgendwie so ein Bildschirmscreen macht oder so, das ist ja recht langweilig, sondern es sollte ein Gesicht sein, das spricht Menschen tatsächlich biologisch, also das ist so vom Gehirn her, dass man halt bei Gesichtern mehr hinguckt, als wenn es jetzt nur andere Teile vom Körper wären. Guckt man halt. Bei Augen sprechen halt einen voll an. Und deswegen habe ich gesagt, es muss so ein Gesicht drauf, es muss viel Dynamik zu sehen sein, bewegende Haare, die so ein bisschen Lebendigkeit auf dem Cover geben. Und ich wollte halt zeigen, unten sieht man halt, das Bild ist nicht ganz fertig, weil es soll sozusagen den Schritt zeigen von Skizze bis zum fertigen Bild von unten nach oben. Und man sieht halt diese kleine Hand noch da drauf, die dieses Bild dann sozusagen malt auf einem Screen zum Beispiel, ohne wirklich den Screen zu zeigen. So, das sollte nur so ein bisschen den Inhalt wiedergeben. Hier habe ich euch nochmal mitgebracht das Cover vom ersten Band. Und da musste ich mir halt so überlegen, okay, der erste Band ist so dunkelblau mit einem leuchtenden Geist. Und irgendwie wollte ich natürlich auch die Reihe fortsetzen, dass die nicht gleich aussieht, dass irgendwie beides blau ist, sondern dass man im Regal schon direkt sieht, was ist Band 1, was ist Band 2. Und auf der Idee kam ich natürlich auf die Farbgebung, dass es was Warmes werden sollte, weil der Spiegelsaal, den hat der Autor beschrieben mit so Kerzen und alles ganz dumpf beleuchtet, ohne. Ja, also Glühbirnen gab es ja noch auf Burgen nicht und so. Deswegen kann man sich dieses schöne goldene Licht von Kerzen vorstellen. Und das hatte ich halt dann sofort im Kopf. Dann hatte ich halt überlegt, okay, irgendwie, wie wäre es, wenn man das von oben sieht, so wie beim ersten Cover, dass so eine Perspektive drin vorkommt. Das fand ich aber dann wieder ein bisschen schade, weil irgendwie, man sieht ja dann ein bisschen gar nicht so wirklich von dem Raum, dieses Spiegel. Das ist ja ein Spiegelsaal, da sind so Spiegel drumherum. Das würde man ja gar nicht sehen als Betrachter. Das wäre irgendwie schade, weil um die geht es ja eigentlich. Und deswegen habe ich diese Idee wieder verworfen und hatte dann überlegt, wie wäre es, wenn man das Kleid von der Person sehen könnte und der Geist ist mit dabei und sie tanzen, so ein bisschen Dynamik, Lebendigkeit auf das Cover zu bringen. So eine dynamische Pose finde ich persönlich gerade wichtig für Kinder, dass die eben ja, Lebendigkeit gezeigt bekommen.
Ja, machen wir weiter. Genau. Da habe ich diese Skizze eben so gewählt, dass wir hier eine dynamische Bewegung auch nach rechts oben haben. Ist eine positive Richtung. Und ich wollte, dass die beiden miteinander tanzen, Freude versprühen. Und dann fange ich immer mit so einer ersten Skizze an, wo ich so grob wirklich, das muss noch nicht viel sauber ausgearbeitet sein. Hier im Hintergrund sieht man angedeutet, sollen Schränke sein. Die beiden tanzen im Vordergrund. Und das ist sozusagen erst die erste Skizze, die ich dann mache. Und die wird dann sozusagen im nächsten Schritt, mache ich neue Ebenen. Kann ich euch hier einmal zeigen. Das wird jetzt sehr ungenau, aber hier so eine mittlere Skizze, wo ich schon mal den Körper ein bisschen ausarbeite und so. Man kennt das aus den Grundlagen des Zeichnens, mit so Grundformen erstmal arbeite und das nach und nach konstruiere. Und dann nehme ich wieder eine neue Ebene und fange das an, sauber auszuarbeiten. Hier sieht man auch schon den Hintergrund. Den habe ich komplett gezeichnet, damit ich die Figuren noch immer noch mal bewegen kann auf einem Cover. Das kann ich immer nur empfehlen, dass man Hintergrund und Vordergrund, gerade bei einem Cover, wo später halt noch ein Verlag Elemente, grafische Elemente draufsetzt, dass ihr immer versucht, den Hintergrund komplett zu zeichnen und die Charaktere noch mal separat zu zeichnen, dass ihr die wirklich noch mal verschieben könnt. Weil wäre richtig blöd, wenn der Verlag sagt, ah nee, wir würden den Titel jetzt gerne wieder noch rechts und Störer reinpacken. Und dann sitzt ihr dann da und dann sagen die, ja, könnt ihr die Charaktere noch mal verschieben und ihr habt dann keine Möglichkeit mehr. Deswegen versucht möglichst einmal den Hintergrund auszuarbeiten, die Charaktere. Und hier seht ihr das schon, was ich als nächstes dann mache. Nochmal so als Erinnerung, wir haben rechts auf der Seite die Vorderseite des Kinderbuches und links die Rückseite. Da ich persönlich immer sehr schön finde, wenn der Umschlag rund um ein Bild ist. Also wenn man das dann von hinten aufklappt, dass das nicht irgendwie eine Vorderseite losgelöst und noch die Rückseite, dass das so zwei verschiedene Bildbereiche sind, sondern dass man das Gefühl hat, es ist ein Gesamtumschlag. Deswegen seht ihr auch hier die gesamte Größe. Einmal mit rechts der Vorderseite und links der Rückseite. Das werdet ihr dann im Laufe des Webinars sehen, wie das dann entsteht, was auf der Rückseite kommt. Und das ist dann sozusagen meine Farbskizze. Ich wollte was Warmes, die Kerzen sollen da ja das Licht geben, deswegen alles schön gelb und rechts an der Seite, wo dann später der Text hin soll, auf die Rückenseite, dieser Klappentext, der soll auf einem dunkleren Untergrund sein, damit man eben super lesen kann, damit die Typografie da nochmal mehr hervorsticht. Und das war dann meine finale Skizze, mit der ich dann sozusagen im nächsten Step das Line Art machen möchte. Und da zeige ich euch jetzt meinen Brush, mit dem ich das immer sehr, sehr gerne mache. Dafür gehen wir einmal zum Line Art rüber. Ich schließe mal die anderen Dateien, bevor nochmal wieder irgendwas passiert. So, da habt ihr erst einmal das Fertige schon mal gesehen. Das werden wir am Ende dann nochmal zeigen. Und im nächsten Step mache ich dann das Line Art. Das ist dann die sauber ausgearbeitete Skizze. Und hier zeige ich euch jetzt nochmal anhand der Skizze, die ich nochmal einblende, die wir aus dem letzten, komm schon, so. Die war ja sehr, wie ihr seht, detailliert. die mache ich alle mal raus. Das wäre nur noch die Reihenskizze, die nenne ich immer so. Reihenskizze, das ist dann für mich die Bezeichnung für das, was ich final als Line Art ausarbeiten möchte. Dann nehme ich die Deckkraft runter. Und arbeite dann mit Vektorebenen. Das ist dieses Symbol hier mit dem kleinen Würfel drin. Und das ist der Designbleistift. Der ist standardmäßig bei Clip Studio Paint mit dabei. Und den liebe ich tatsächlich über alles, weil der so eine leichte Transparenz hat. Und die Lines werden dadurch sehr natürlich und weich. Und da wir am Ende ein traditionell wirkendes Kindercover haben möchten, das so ein bisschen so eine Aquarellanmutung hat, finde ich, ist so eine Tuschezeichnung nicht so ganz passend. Und kann das hier nochmal einblenden, das fertige Ergebnis. Ich mag halt sehr gerne, dass das so texturiert ist, der Stift. Dadurch wirkt das am Ende auch im Druck sehr natürlich und sehr weich. Und das passt ja sehr gut zu Kinderbüchern, die ja sehr freundlich, sehr menschlich wirken sollen. Und dann nehme ich so eine Vektorebene. Warum? Die sind, wenn ihr das noch nicht wisst, sozusagen dafür da, dass ihr Elemente, wenn ihr Linien zeichnet, könnt ihr die beliebig oft nochmal vergrößern, verkleinern, verändern. Dafür gibt es dieses Tool hier. Da könnt ihr sogar im Nachhinein noch die Dicke verändern. Ihr könnt das anhand von so kleinen Pünktchen, die da drin sind, könnt ihr das noch verändern, verschieben.
Und gerade für mich ist es persönlich am wichtigsten, dass ich es vergrößern oder verkleinern kann oder verändern kann, wenn ich merke, okay, das ist noch nicht so gelungen oder hier gefällt mir noch etwas noch nicht so, dann kann ich das einfach vergrößern, verändern, verschieben, ohne eine Qualitätseinbuße. Weil bei der normalen Ebene hat man halt sehr oft das Problem, wenn man es dann vergrößern will, das geht natürlich nicht, dann wird es pixelig, also unscharf. Und deswegen kann ich immer empfehlen, wenn ihr Line Arts macht, immer die Vektorebene zu nehmen, die hat einfach nur Vorteile. Da könnt ihr eigentlich nichts mit falsch machen. Und dann geht man da sozusagen hin und jeder hat da so eine andere Arbeitsweise. Ich bin bei Line Art recht entspannt. Ich mache das alles auf einer Ebene, außer natürlich den Hintergrund. Der kommt auf eine separate, wie am Anfang angesprochen, dass man halt die Figuren nochmal verschieben kann. Und dann geht man halt hin und würde halt jetzt Step für Step das Ganze nachzeichnen. Und eben das Line Art sauber machen für die Koloration später. Und hier arbeite ich halt sehr gerne mit der Druckstärke vom Grafiktablett, dass man diese unterschiedlichen Stufen kontrolliert über den Zeichenstiftdruck. Das sieht man hier, ich habe den auf 0 gesetzt, den Wert. Und da ich halt so ein Festaufdrücker, also ich bin immer so ein bisschen heftiger hier unterwegs, was das angeht, habe ich mir die Kurve nach oben gesetzt, damit das nicht so schnell kommt, der Druck, und ein bisschen verzögert ist und ich dann eben nicht so dicke Linien habe. Und die 0% sind dafür da, dass, wenn ich ganz leicht drücke, dass wir hier wirklich ganz dünne Linien haben und so ein bisschen die Transparenz weggeht. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Strich. Und wenn ihr das auf 100% setzen würdet, hättet ihr auch nicht diesen dünnen Anfang, sondern dann wäre das eigentlich recht gleichbleibend. Und deswegen setze ich das immer sehr gerne auf 0, damit ich mit meiner Druckstärke richtig schön spielen kann und auch dünne Elemente zeichnen kann oder wie hier auch bei den Haaren ganz feine Details und Strähnen. Mit wenig Druck gehe ich dann hierzu dran. Und für alle, die vielleicht am Anfang sagen, oh, ich zitter immer noch so viel und ich kriege nicht so schöne saubere Lines hin, kann ich die Stabilisierung hier empfehlen. Je höher sie ist, umso mehr wird eure Linie korrigiert beim Zeichnen. Wenn ich jetzt richtig übertreibe, dann seht ihr, kann ich gar nicht rumwackeln, sondern es wird immer schön sauber. Das heißt, eure Lines sind immer perfekt. Ich mache mal so ungefähr bis maximal 20, weil ich das nicht mag, wenn er mir zu stark in meine Linien reingrätscht und ich dann meinen natürlichen Linienfluss nicht mehr so habe. Weil ich mag es ein bisschen skizzenhafter, das ist so von meinem Style her, so zeichne ich halt hauptsächlich und das gehört halt zu meinem Stil dazu. Und wenn das dann zu perfekt ist, dann ist mir das dann tatsächlich doch ein bisschen zu viel des Guten. Und so könnt ihr dann hier jedes Detail ausarbeiten und am Ende springe ich jetzt natürlich. Wäre es schön, wenn es so einfach wäre. Habe ich dann ein fertiges Line Art. Hier seht ihr so ein bisschen die Struktur. Und hier seht ihr im Hintergrund noch das, was ich, das habe ich jetzt hier leider in dieser Version schon weggemacht. Ich habe dafür Masken verwendet. Also jetzt sieht das so aus, als hätte ich das wegradiert. Aber im ursprünglichen Format habe ich das mit Masken gemacht. Das heißt, das ist dieses Element hier. Das kann ich empfehlen, wenn ihr dann Sachen weg, weil ich muss den Hintergrund ja irgendwie weg haben, sonst ist es ja in den Charakteren drin. Und damit ich die halt verschieben kann, nutze ich diese Masken. Und das könnt ihr euch so vorstellen. Ihr habt jetzt, wir machen mal jetzt mal eine neue Ebene, dass wir ein bisschen so zeigen können, wie das funktioniert. Nein, keine Clipping Group. So, wenn ich jetzt hier so eine Zeichnung habe, jetzt mal so gescribble und da eine Maske drauflege, könnt ihr hier, seht ihr dieses Feld, wo ihr eure Farbe auswählen könnt, habt ihr hier die Möglichkeit, Transparenz zu malen. Und mit Transparenz könnt ihr sozusagen wie bei einer Schablone, die ihr auf eine transparente Folie legt, werden die Sachen abgedeckt. Ich mache mal ein bisschen größer den Pinsel, wo man das sehen kann. Das heißt, alles, was hier ist, wirkt dann wie gelöscht, als würdet ihr das wegradieren. Aber ihr habt das nur abgedeckt. Ihr könnt das jederzeit mit Farbe, wenn ihr, es ist egal, welche Farbe, ob schwarz, weiß, bunt, ist egal, es funktioniert mit jeglicher Farbe, könnt ihr eure Sachen wiederholen.
Und wenn ihr sagt, nee, das will ich hier noch ein bisschen weghaben, könnt ihr wieder mit Transparenz drüber malen und das jederzeit ändern. Und so habe ich das mit dem Hintergrund hier gemacht. Einfach die Maske genommen, das mit der Transparenz übermalt und den Hintergrund damit weggemacht. Und schon habt ihr die Möglichkeit, das jederzeit wieder zurückzuholen. Wenn dann doch mal der Verlag sagt, nee, nee, wir wollen das anders, seid ihr bestens vorbereitet und habt da jetzt keinen Stress, dass das irgendwie ja dann wieder mehr Arbeit bedeutet. So, und der nächste Step ist dann sozusagen die Grundfarben. Da zeige ich euch die Datei dafür und wie ich das gemacht habe. Die sind halt recht, ach, das habe ich jetzt hier in der Unteransicht, die wollte ich euch jetzt eigentlich danach erklären. Da kommt nämlich unsere Farbskizze rein. In die Unteransicht, die könnt ihr euch anzeigen lassen über Fenster, Unteransicht. Wofür ich die brauche, zeige ich jetzt gleich. Und dann öffne ich hier meine Base Colors, also die Basisfarben der ganzen Geschichte. Ihr seht, das hat noch nichts mit dem fertigen Cover am Ende zu tun. Diese Unteransicht hier, die ist super praktisch. Da könnt ihr nämlich Farben rauspicken, die ihr vorher in einer Datei erstellt habt. Die ganze Zeit live und parallel und müsst nicht eine extra Datei öffnen. Und hier kann ich dann nämlich die Farben rausnehmen, die ich dann hier zum Beispiel im Hintergrund. Hier seht ihr eine sehr saubere Ebenenstruktur. Ich habe einmal einen Ordner für den Hintergrund, einen Ordner für Marie, das ist das Mädchen hier vorne, und Kuni, so heißt der Geist. Die haben jeweils einen Ordner und in dem Hauptordner, der heißt Koloration und der Ordner darüber ist das Line Art. Das muss immer ganz nach oben, damit man das sieht. Und ihr habt am Anfang gesehen, das Line Art ist ja sehr schwarz. Ich finde das persönlich immer sehr hart und hat nicht diese Weiche wie von einem traditionellen Medium. Und deswegen färbe ich das immer ein. Dazu nehme ich einfach über den Ordner mit dem kompletten Line Art. Nehme ich nochmal eine neue Ebene, die setze ich mit diesem Symbol hier auf Schnittmaske und dann bezieht sie sich nur auf das Line Art darunter. Und das färbe ich dann halt hier so schön ein, hier mit so einem schönen braunen Ton. Und das persönlich finde ich halt viel freundlicher, als wenn wir jetzt da so schwarze Linien hätten. Und dadurch kommt auch diese weiche Wirkung einer Illustration. Und dann haben wir halt einmal das Line Art und hier seht ihr die Farben in der Kolorationsebene. Hier seht ihr auch so ein bisschen, wie das dann aussieht darunter. Und hier können wir so reingehen. Hier seht ihr zum Beispiel im Hintergrund, mache ich das immer recht einfach, immer erst eine Grundfarbe. Und hier in dem Fall hatte ich schon mal so ein bisschen die Textur angedeutet. Und die habe ich mit dem echte Wasserfarbe. Die ist auch bei Clip Studio Paint mit installiert, wenn ihr das Programm herunterladet. Und die ist, finde ich, hat eine richtig schöne Textur, mit der ich diese großen Flächen hier, ihr seht das ja, gemacht habe. Diese schönen ineinander verhakten, rauen Flächen, die nicht so glatt sind wie so ein weicher Verlauf, sondern schon so eine Wirkung haben, als wäre es mit Aquarell gemacht. Und dazu mache ich erstmal eine neue Ebene, mache die dann wieder weg. Dafür habe ich ja hier dieses tolle Element mit der Unteransicht, wo ich mir die Farben rauspicke. Und dann habe ich den richtig groß eingestellt, weil wir hier mehr mit einer hohen Auflösung arbeiten. Und habe dann wirklich Schritt für Schritt, das hat ein bisschen länger gedauert, weil ich ja sozusagen alle Zwischenfarben miteinander vermischen musste, bis ich am Ende habe ich mir so eine Zwischenfarbe mit der Pipette, ihr könnt das sehen, man kann so Zwischenfarben aufnehmen, um so weiche Verläufe zu machen. Nimmt hier wieder so eine Zwischenfarbe auf, hier eine Zwischenfarbe und geht ganz wenig Deckkraft drüber, bis das Ergebnis dem entspricht, was euch da gefällt. Weil ich will ja nicht immer überall diese harten Kanten haben, sondern manchmal auch weiche Kanten haben. Übrigens habe ich insgesamt für diese Illustration, wenn man das so sagen kann, ich glaube, das waren so ungefähr 14 Stunden. Deswegen werdet ihr sehen, warum das alles nicht so schnell geht. Dass ich nur so Schritte zeigen kann, so ein paar Steps daraus. Und gibt es hier noch texturiert verblenden? Das ist auch super cool, weil dann könnt ihr so weiche Verläufe hier zwischen machen. Wieder mit der Pipette so Zwischenfarben machen. Und dieses texturiert verblenden ist natürlich super cool,
weil ihr dann auch weiche Verläufe machen könnt und nicht harte. Und so seht ihr, so langsam kommt die Textur zustande, die wir gerade eben hier gesehen haben, die ich schon fertig habe, weil ich sozusagen eine Mischung aus diesen beiden Pinseln hier habe ich benutzt, um diesen Hintergrund zu erstellen. Und die Charaktere mache ich hier, wie man sehen kann, immer für jedes Element mache ich eine eigene Ebene. Zum Beispiel die Haut hat eine Ebene. Und die Schattierungen werden immer mit Schnittmasken erstellt. Augenweiß, das sind immer so richtig schöne Bezeichnungen für die Sachen, die ihr hier alle einzeln seht. Das mache ich deswegen, weil das beim Schattieren das unheimlich vereinfacht. Wenn ich jetzt alles auf einer Ebene hätte, würde ja jeder Schatten, den ich setze, auch auf die andere übertragen werden. Und das möchte ich ja nicht. Ich muss mal gerade gucken, ob wir noch eine Zwischeninstanz haben. Nee. Das heißt, hier zeige ich euch jetzt die Koloration. Dafür nehme ich meinen Lieblingspinsel. Hier könnt ihr ja die Einstellungen sehen. Den habe ich mir so mit der Menge an Farbe eingestellt und einen kleinen Wasserfarbenrand, weil ich damit diesen Aquarelleffekt am besten erzeugen kann, der auf diesem Bild ja am Ende mit drauf ist. Und dazu picke ich mir jetzt erstmal die Haut. Ich habe tatsächlich sonst doch immer so eine Farbpalette hier unten mir erstellt. Jetzt die hier habe ich die jetzt nicht drin, aber das mache ich auch immer sehr gerne, wo ich dann hier zum Beispiel eine neue Farbpalette oder Farben mir anlege für Hauttöne oder ähnliches, damit ich das immer wieder rekonstruieren kann. Aber in dem Fall mache ich das jetzt einfach Pi mal Daumen. Und dieser Pinsel ist ganz cool. Ah, falsche Ebene, wer kennt es nicht? Genau, eine neue Ebene. Die wieder auf Schnittmaske wird ja automatisch, weil ich davor schon welche erstellt habe. Aber das ist ganz wichtig, weil jetzt könnt ihr hier nur auf der Haut malen. Deswegen mache ich das mit den verschiedenen Ebenen, weil wenn ich jetzt schattieren würde und hätte alles auf einer Ebene bei der Schattierung, würde ich ja jetzt auch auf den Haaren malen. Das kann ich mit einer dunklen Farbe bestens zeigen. Und das wäre ja irgendwie voll umständlich, wenn ich überall aufpassen müsste, vorsichtig sein müsste, dass ich nicht auf die andere Ebene komme. Und so, wenn ihr alles auf verschiedenen Ebenen habt und dann mit Schnittmasken arbeitet, habt ihr das nur ein einziges Mal sauber ziehen müssen und danach ist einfach entspannt, weil ihr habt es ja schon einmal fertig gemacht. So, jetzt nehme ich diesen Ton von ihr, gehe noch ein bisschen tiefer, nehme dann meinen Lieblingspinsel und arbeite hier mit der Druckstärke von meinem Grafiktablett. Wenn ich ganz leicht arbeite, wird es weniger Farbe. Wenn ich ein bisschen mehr aufdrücke, kann ich stark deckende Elemente kolorieren. Und ich zeige auch gleich noch die Besonderheit an diesem Pinsel. Wenn ich nochmal helle Farbtöne in die Farbe mit reinmache. Hier können wir so richtig schön drüber gehen. Und ja, machen das hier so ganz schön Step by Step. So, und dann haben wir hier, machen wir mal hier so ein bisschen rüber. Ich zeige jetzt gleich auch nochmal, wie ich das ein bisschen aufweiche, wenn es nicht so hart ist, so Cell Shading Style. Und das Coole ist, ich kann jetzt eine hellere Farbe nehmen bei diesem Pinsel und kann die in die Farbe mit einfließen lassen. Dadurch bekommen wir diese Aquarellwirkung, wo man zum Beispiel, wenn man mit Wasser noch so ein bisschen da reingeht, dann kriegt man ja diese schönen Farbränder. Und das kann ich mit diesem Pinsel rekonstruieren. Und dann nehme ich manchmal auch so schöne, so es kommt so ein bisschen aus dem Manga-Bereich, da habe ich das so ein bisschen her, das mag ich sehr gerne, so Farbtöne reinzumachen, die so zum Beispiel hier im hinteren Teil, irgendwie im lila Bereich mit vorkommen. Oder hier diesen Ton. Das mal so ein bisschen zu mischen, damit die Schatten lebendig werden und nicht nur, also was ich nicht empfehlen kann, ist hier immer in diesen grauen Bereich, wenn ihr da so reingeht, das ist halt, da werden die Bilder so ein bisschen, ja, matt und gräulich und das passt halt nicht zu einem Kinderbuch. Sondern die Farben sollen ja leuchten, sie sollen ansprechen und das Ganze lebendig wirken lassen.
nehme ich natürlich jetzt hier so gern so einen gelben Ton, weil es so ein bisschen leuchtet. So ein bisschen die Gegenlichtfarbe hier von der Kleidung. Das ist das Tolle an der Pipette. Ihr könnt hier alles aufnehmen, was ihr hier irgendwie habt. Und nehmen wir mal ein bisschen so ein bisschen lila oder rot. Machen das noch ein bisschen hier rein. Und so habe ich dann Schritt für Schritt das hier erstellt und koloriert. Und ihr könnt die Pinseldichte runternehmen und damit die Grundfarbe von der Haut wieder aufnehmen. Und damit mache ich diese weichen Verläufe. Ich drücke immer so ganz kurz auf das Grafiktablett drauf und mache dann dadurch einen weichen Verlauf. Dann nehme ich nochmal die Zwischenfarbe hier auf, ziehe das hier vor ein bisschen rein in die dunklere Farbe. Natürlich könnte man auch sagen, ihr nehmt den Blur oder überblenden auf Deutsch. Damit könnt ihr auch Sachen weich zeichnen, aber das ist halt wirklich komplett weich. Und da ich ja eigentlich so eine natürliche Textur möchte, vermeide ich das und möchte lieber mit meinem Pinsel, mit dem ich kontinuierlich ja das ganze Bild gemalt habe, nehme ich die Deckkraft runter und mache das wirklich und wische das hier rein. So, sie soll ja ein rundes und weiches Gesicht haben. Sie hat noch so ein bisschen Blush bekommen. Und so. Und so könnt ihr dann ganz weiche Verläufe machen. Bei der Haut ist es ja so, dass später sie hier noch ein bisschen beleuchtet wird. Das mache ich zum Start schon ein bisschen hier bei der Ebene selber, aber das würde am Ende auch noch mal mit einer Leuchtebene kommen. Das zeige ich gleich im Anschluss bei den Finish-Sachen. Und so, also der Lieblingspinsel ist da mein Favorit. Mit dem habe ich die komplette Illustration, das komplette Cover gemacht. Also alle Elemente wurden damit sozusagen schattiert. Und ich blende jetzt mal meine angefangene Ebene aus und zeige euch jetzt die Sachen, die ich dann am Ende so auf dem Cover gemacht habe. Hier seht ihr, wie ich schön mit den hellen Tönen nochmal reingegangen bin. Bei den Augen habe ich die auch abschattiert, damit sie lebendig aussehen. Dann hier die Kleidung. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben hier ja nur eine Lichtquelle in der Mitte und von oben, da fliegen überall so Kerzen rum, wie bei Harry Potter. Und deswegen muss man hier sehr dunkle Schatten nehmen und darf halt jetzt nicht zu wenig davon nehmen, da sie ja eigentlich nur sehr leicht beleuchtet wird und nicht in einem strahlenden Sonnenschein steht. Sondern es sollte ja so eine schöne Lichtstimmung geben. Dann zeige ich jetzt hier auch das Kleid mit den Texturen. Hier seht ihr auch nochmal, habe ich nicht nur meinen Lieblingspinsel, sondern zusätzlich noch bei der groben Textur vom Kleid habe ich nochmal die echte Wasserfarbe genommen. Und zum Schluss nochmal das Haar. Und ich arbeite meistens auf derselben Ebene mit dem Licht. Und also zumindest das erste Licht. Da kommt später noch mehr. Und der Geist, der hat auch die Kleidung, die ich schattiert habe. Bei dem Geist gibt es eine Besonderheit. Er leuchtet ja. Und er ist jetzt nicht so ein Objekt, was wie bei einem Körper von einem Menschen. Und dafür gibt es die Hinzufügen. Das ist ein Ebenenmodus, hinzufügen Schein. Wenn ihr das nehmt, dann könnt ihr mit einer hellen gelben Farbe oder einer orangenen, mit so einem hellen Ton hier oben, auf dem Farbrad seht ihr das, könnt ihr einen Leuchten hinzufügen. Dafür habe ich den Airbrush genommen, der wirklich ganz, ganz, ganz soft die Farbe aufträgt. Und dann hier könnt ihr das sehen. Dann leuchtet das so richtig. Die Farbe wird halt, ja, wie nennt man es, also kann man sagen, addiert. Und dann kriegt das so ein hübsches Leuchten. Das könnt ihr bei allem hinzufügen, wo das Licht drauf fällt. Das gibt dann so einen richtig schönen Scheineffekt. Das habe ich auch hier benutzt, zum Beispiel bei seinem Zauberstab, wo er mitspielt.
Und das gibt dem Ganzen halt dann so einen richtig schönen Glow-Effekt. Das habe ich halt für die ganzen Leuchteffekte auf diesem Bild benutzt. So, und wenn wir am Ende halt mit allem zufrieden sind, ah, wir haben ja noch ganz was vergessen, den Hintergrund. Den gibt es ja auch noch, den habe ich auch schattiert, weil ja, wir haben ja hier das Stück Schrank noch. Auch hier habe ich, wie ihr seht, mit ganz vielen Clipping-Ebenen gearbeitet. Zeige ich euch jetzt die Steps kurz. Hier haben wir einmal den unteren Schattenbereich, wo der Schrank, also wo der Boden angedeutet wird. Dann haben wir oben den Lichtbereich. Dann gibt es noch eine Spiegelung, so ganz leicht in den Schränken. Die ist aber nur ganz wenig angedeutet, weil ich möchte ja nicht, dass der Fokus von den Charakteren weggeht auf dem Cover. Und deswegen nur leichte Lichtreflexe auf den Scheiben, dass das so ein bisschen so wie Spiegel rüberkommt. Da habe ich so ein leichtes hellere Farbe auch drauf platziert. Dann habe ich die Schränke grundiert mit einer Grundfarbe. Auf dieser Farbe habe ich wieder eine Schnittmaske erstellt, die sich nur auf die Schränke bezieht, um sie eine Struktur zu geben. Hier seht ihr das, so ein paar Linien angedeutet, dass so ein bisschen diese Schranktextur rüberkommt. Und dann das Wichtigste, was diesen Raum mir so besonders macht, sind die vielen schwebenden Lichter von den Kerzen, die oben an der Decke hängen. Ich ignoriere das jetzt einfach. Und das sollte sozusagen diese ganze Lichtstimmung geben, wie viele kleine, also der Autor hat es beschrieben, wie viele kleine flammende Lichter, die im Raum durch die vielen Spiegel immer wiederholt werden und dadurch wie ein Flammenmeer aussahen. Und das wollte ich auf diesem Cover unbedingt rüberbringen, dass man diese ganzen leuchtenden Elemente hat, die sich dann in diesen Spiegeln reflektieren. Und guck mal, so haben wir es ignoriert. Dann nochmal eine hinzufügen Scheinebene, damit sie nochmal richtig leuchten und aussehen wie wirklich kleine Flammen in den Spiegeln. Und das ist sozusagen meine Koloration gewesen. So sah das am Ende aus nach der Koloration. Aber das ist ja noch nicht das Finish, was wir am Ende haben wollen. Sondern das öffnen wir den nächsten Step. Dass die Koloration fertig ist. Ach nee, das ist nicht das, was ich brauche, sondern wir sind nämlich jetzt eigentlich schon fast am Ende angekommen. Jetzt kommt eigentlich nur noch das schöne Finish, was am Ende diese ganze Textur beinhaltet. Und natürlich, was ich auch immer wieder gerne noch mache am Ende, sind Farbkorrekturen, wenn ich noch nicht so ganz happy bin mit den Farben. Und hier seht ihr jetzt die Koloration, das Line Art, die Färbung des Line Arts. Und die beiden Charaktere aus dem letzten Step. Und hier habe ich noch so ein paar Details hinzugefügt, wie unten die kleinen leuchtenden Kristalle in den Blumen. Und das werdet ihr gleich sehen, was das ist. Hier ist noch so ein Bereich, der später auf der Rückseite ist. Da sollte noch mal so eine Szene aus dem Buch mit drauf. Und mit die Rückseite jetzt nicht nur Farbe ist. Das wäre ja ein bisschen langweilig. Und hier seht ihr, habe ich einfach ein Bild aus dem Buch genommen. Das habe ich hier eingefügt im Multiplizieren-Modus, damit die Farbe von dem Untergrund annimmt. Und dann habe ich das mit einer Maske, die haben wir eben schon mal erklärt, das Bild sozusagen ausgeschnitten. Wenn wir sie deaktivieren, sehen wir, wie groß das Bild eigentlich ursprünglich ist. Und das wollen wir ja so nicht drin haben, sondern es soll sich ja der Textur anpassen. Also habe ich da drumherum das ausradiert. Hier habe ich nochmal so einen richtigen Glow-Effekt reingepackt. Ich zeige nochmal nachher, vorher. Mit einem leichten Airbrush bin ich da nochmal drüber gegangen, mit einem Hinzufügen Schein auf ca. 80% und habe dem Ganzen nochmal so einen richtigen Glow gegeben, dass das Leuchten des Raumes so auf den Charakteren niederrieselt. Hier im Kleid sind so ein paar Glitzerelemente, die Rosen glitzern. Und es sollte halt richtig hübsch sein. Dann gibt es noch Bookies oder Bookies, die sozusagen nochmal so ein bisschen so Kerzen oder Lichterreflexe im Vordergrund, die so ein bisschen durch die Kameralinse unscharf geworden sind, darstellen sollen. Und
Mein Lieblingselement, um eine warme Grundstimmung auf ein Bild zu geben, ist die Ebene, Korrekturebene, Verlaufsumsetzung. Ich liebe das. Das ist ein bisschen viel. Sonnenuntergang ist mein Liebling. Das sieht jetzt ein bisschen krass aus, aber wenn ihr das zum Beispiel auf 15% runtersetzt, gibt es eine schöne warme Stimmung. Und die Farben sind jetzt alle wieder einheitlich geworden und nicht mehr so unterschiedlich in ihren Nuancen. Und das mache ich gerne manchmal zweimal. Und zum Schluss habe ich nochmal durch eine kleine Tonwertkorrektur, die findet ihr auch oben über Korrekturebene, habe ich nochmal so ein bisschen die Farben abgedunkelt, dass noch mehr Kontrast hervorkommt. Und dann kommt das, was ich absolut liebe, das ist eine Textur hinzuzufügen. Ich habe so verschiedene Textursachen, die ich mir aus dem Internet heruntergeladen habe. Und die könnt ihr öffnen. Mit Steuerung A kopiere ich das. Steuerung V füge ich das ein. Und dann drehe ich das Ganze, weil ich habe ja hier ein Querformat. Füge das über das Bild ein, drücke Enter. Ja, es lädt. Dann ist, weil ich ja hier in hohen Auflösungen arbeite, muss ja kurz mal rechnen. Und wie ihr seht, hier oben habt ihr ja so ein Beispiel. Setze ich die auf weiches Licht, dann geht die Textur nämlich ganz weich einfach in die Farbe rein. Und das Ganze wirkt wie auf Aquarellpapier gemacht. Das ist natürlich bei der Textur hier, weil sie schon diese Papiertextur mit drin hat und diese Aquarellelemente drauf. Das braucht ihr natürlich dafür, damit genau diese Texturen durch diesen Modus weiches Licht hervorkommen in der Farbe. Ich mache das immer dann noch auf 80%, weil ich finde, es ist sonst zu krass, ein bisschen zu viel Textur meiner Meinung nach. Und gerade hier in den dunklen Tönen sieht man das sehr gut, wie das diese Farbe nochmal richtig aufrastert und dadurch diese wirklich traditionelle Wirkung zustande kommt. Wenn man das vorher sieht, ist das ja recht glatt und recht sauber auch in der Koloration. Und diesen Effekt erziele ich allein durch eine Textur, die das ja mit rüberbringt. Ja, und das war's eigentlich dann mit dem Element. Und dann nur noch eine Kleinigkeit zum Schluss. Das ist ja ein Buchcover. Und hier seht ihr ganz gut, ich habe hier mehr Raum, weil ihr müsst euch vorstellen, bei Hardcover ist es ganz wichtig, ihr habt wirklich 2 Zentimeter um euer Cover herum, was hinten eingeklebt wird. Und das müsst ihr mit bedenken bei eurer Illustration, dass ihr nicht die auf die Größe macht, wie das Buch später wird, sondern wenn ihr ein Hardcover habt, müsst ihr noch drumherum Sachen anlegen, die dann später weg sind. Die sieht man dann halt im Buch, das ist dann drumherum gefaltet, aber die müsst ihr natürlich mit auch zeichnen, weil sie braucht die Druckerei später. Hier in der Mitte seht ihr dann den Rücken des Buches, wo dann das Bild wirklich komplett über das ganze Cover geht. Und hier ist dann der Klappentext. Die alle Elemente sind so, dass sie wirklich nicht gestört werden von irgendwelchen Hintergrundelementen. Den Titel kann man super lesen, der tritt hervor. Und das ist alles, was ich im Vorfeld natürlich immer beachtet habe, bei der Skizze allein schon, dass ich genau weiß, hier kommt der Text hin und dass ich da jetzt nichts irgendwie platziere, wo dann ja der Verlag denkt, ja toll, wo soll jetzt eigentlich noch der Text hin? Das sieht alles ein bisschen viel zu viel aus, weil Cover sollten wirklich nicht zu voll sein, nicht zu unkoordiniert. Also es sollte halt wirklich das Auge Elemente haben, wo es sich ausruhen kann, wo viele Details sind, damit wirklich nicht eine Überladung entsteht. Und sowas ist immer dann wichtig, dass ihr im Vorfeld gerade dann mit dem Verlag auch sprecht, was die so planen, darauf zu platzieren und eure Illustration entsprechend dann plant. Und was ganz cool ist noch, in Clip Studio Paint könnt ihr auch einen Druckfarben euch anzeigen lassen über Farbprofil, Vorschaueinstellungen. Und hier könnt ihr verschiedene Farbprofile euch anzeigen lassen auf das Bild. Und das Typischste ist eigentlich für gestrichenes, also für glattes Papier ist coated das Wort. Das ist dann sozusagen glattes Papier, was ihr von so Bilderbüchern kennt. Uncoated steht für graues Papier, sowas wie Kopierpapier, was ihr aus dem Drucker kennt, nur ein bisschen hochwertiger, ne? Nicht so billig. Und das ist dann Naturpapier zum Beispiel, das ist für uncoated. Da das Buch später aber schön poppig auf glattem Papier gedruckt werden soll, können wir das hier mal nehmen.
Und das zeigt uns nun so ein bisschen so die Farbwelt an in die Richtung, wo es gehen kann. Und da könnt ihr schon mal so ein bisschen euch herantesten, ob das schon die richtige Farbgebung hat oder nicht. Aber natürlich ist euer Bildschirm keine absolute Referenz. Da hilft nur ein Probedruck, kann ich nur empfehlen. Dann könnt ihr schon mal sehen, ob die Farben passen oder nicht. Aber ansonsten, genau, würde der Verlag von mir sozusagen das hier bekommen. Nee, das hier, genau. Der Verlag kriegt das hier. Und die erstellen dann das Layout und schicken euch das meistens ja nochmal zurück, ob das für euch passt als Illustrator, ob das gut aussieht. Und dann wird das in den Druck gegeben. Ja, und ihr könnt ganz stolz am Ende das Kinderbuch in der Hand halten. Aber so wäre ich dann jetzt erstmal durch. Okay, vielen, Und vielen habe Dank. von Anfang bis Ende einmal gezeigt, wie da der Prozess ist. Ja, super. Wir haben noch ein bisschen Zeit und daher können wir noch ein Genau, paar jetzt sind, Fragen glaube ich, dann beantworten. noch Fragen, die gestellt Genau. werden Genau. können. Kannst du Jetzt mich hören? meine Lautsprecher ist weg. Ui. So, jetzt höre Hallo. ich dich wieder. Okay, gut. Jetzt habe ich mir gerade Sorgen gemacht, dass du mich nicht hören kannst und dich irgendwas einstellen musst. Aber Nee, sieht aus. das war bei mir. Okay, super. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, also können wir auch gleich noch auf ein paar Fragen eingehen. Und erstmal ganz, ganz basic, kannst du kurz was zu deiner Hardware sagen, wie du arbeitest und vor allen Dingen auch, wie du eventuell deinen Bildschirm einstellst, weil du auch viel über Druck geredet hast, damit du Ja. schon auf dem Bildschirm möglichst dicht an die Farben rankommst, die dann nachher beim Druck rauskommen sollen. Also tatsächlich habe ich mehrere Hardwares. kommt immer eher drauf an, wo ich gerade arbeite. Also ich habe, also hier meistens arbeite ich mit einem Computer, also einem festen Tower. Da habe ich einen Bildschirm dran, also das Grafiktablett. Und ich habe so einen Spider. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, was das ist. Das ist so ein Kalibrierungsgerät. Das habe ich mir gekauft, und mit dem kann ich sozusagen auf dem Bildschirm das platzieren und der kalibriert mir dann die Farben. Und dann habe ich mal so eine Sicherheit, dass das so nah dran kommt. Aber trotzdem ist ein Bildschirmgrafiktablett, kann zwar viel Farben schon darstellen, aber man ist nie hundertprozentig sicher. Und ich habe jetzt hier so einen Drucker zu Hause, so einen Canon, mit dem ich das dann halt so ein bisschen ausdrucken kann. Aber ich arbeite halt eigentlich immer so, dass ich dann so zu Druckereien gehe, hier vor Ort zu einer Druckerei und mir das einfach mal ausdrucken lasse. Und im Endeffekt arbeite ich dann zum Schluss nochmal mit jetzt in Adobe InDesign. Dort übertrage ich die Daten dann und setze die dann in die PDF. Das kann man hier bei Clip auch machen. Also ich habe ja die X-Version. Und dort kann man nämlich auch mehrere Seiten im PDF exportieren. Das ist auch super praktisch. Das heißt, ich könnte sogar rein theoretisch direkt aus Clip Studio Paint meine Druckdaten erstellen. Das erkennt es Genau. auch. Ja. Super. Okay. Gut, ich denke, das mit dem Kalibrieren von Farben, das ist immer ziemlich schwierig, gerade weil die Ja. Bildschirme einfach so unterschiedlich sind. Und die Druckereien sind ja dann auch noch oft unterschiedlich, dass da dann auch immer noch andere Farben manchmal rauskommen, Oh abhängig ja. von der Druckerei. Da muss man dann einfach ein bisschen ausprobieren, nehme ich an. Genau, und rein theoretisch gibt es da Farbprofile, also Druckereien. Es ist halt sehr komplex, wenn ich das anschneide, könnte ich jetzt ein ganzes Fass darüber aufmachen. Ja, Also da könnte ich noch mein eigenes Webinar drüber machen. Im Endeffekt gibt es ja hier, was man gerade gesehen hat, Farbprofile. Das sind ja nur so Standarddinger. Die haben Ja. halt hier nur die Standardsachen drin. Ich gibt aber auch Druckereien, die bieten eigene an. Die kann man da runterladen, die kann man dann installieren. Das geht aber dann meistens eher in anderen Programmen, die halt für den Druck gedacht sind, wo Ja. man das dann einstellen kann. Genau. Okay, super. So, du hattest jetzt schon erwähnt, dass du für diese Illustration meinst du 14 Stunden ungefähr? Ja, so mit Dreh. Ja. Aber du hast ja das gesamte Kinderbuch illustriert, nicht wahr? Genau, also da sind ja insgesamt auch noch 40 Illustrationen drin. Ja. Wie lange hat dich das, so der gesamte Prozess, bis es dann fertig war? Ich nehme an, das hat sehr lange gedauert. Wie war das für dich? Das waren 4 Monate. Also neben meinem Vollzeitjob halt. Ja. Also da konnte ich natürlich nicht jeden Tag voll dran arbeiten, aber insgesamt hat der ganze Prozess 4 Monate gedauert von der ersten Idee. Also Idee ist ja, er schickt mir die Texte Ja, und hat schon Ideen, was er ungefähr gerne hätte an der Stelle. ja. Und ich überlege mir dann das Motiv.
Also dann habe Ja. ich schon mal so Skizzen erstellt. Also das dauert wirklich am längsten eigentlich. So diese Idee, die Skizze, wie möchte ich die Pose haben. Das ist eigentlich von den, auch als das Cover 14 Stunden, ist wirklich dieser Prozess der Idee, der am längsten dauert. Das später, das Durchzeichnen und Kolorieren, das geht ja dann recht schnell. Ja, ist richtig. Da sprichst du dich dann auch direkt ab mit dem Autor und wie viel Freiraum hast du für die Charaktere? Gab es da besondere Vorgaben für? Bei den Charakteren ist es so, also der ist eigentlich super offen, der Autor. Deswegen arbeite ich auch schon den zweiten Band mit ihm zusammen. Der ist halt da total, sagt, du hast die Expertise, hat sich da voll auf mich verlassen. Der hat so ein paar so Anmerkungen wie blonde Haare, sowas Hm. halt war wichtig. Oder ein reiches Mädchen, so ein paar Charaktereigenschaften hat er natürlich vorgegeben. Aber wie sie gestaltet werden, da lässt er mich einen Vorschlag machen. Dann sprechen wir einfach zusammen, passt das nicht, ändern wir noch eine Kleinigkeit ab. Und so entstehen dann die Charaktere im Ja, Zusammenarbeit. Das finde ich halt da auch immer ganz spannend dran, dass ich ja für jemanden etwas visualisiere, was er schon im Kopf hier hatte. Ja, auf jeden Fall. Gab's irgendwie solche, jetzt gerade auch wenn jetzt du hast den Geist jetzt da drauf, hattest du dann auch verschiedene Versionen von dem Geist oder kam das gleich relativ einfach zu dir, wie du den gestaltet hast? Da gab es tatsächlich mehrere Versionen. Also es gab ja schon den ersten Band, den hatte ich ja hier Ja, am Anfang genau. auch gezeigt. Da gab es halt wirklich, ich glaube, ich hatte vier Versionen von diesem Geist. Der war auch am Anfang mal ein bisschen zerfetzter und so und auch einmal so ein bisschen so. Also nicht so gruselig, sondern es muss ja mal ein Kinderbuch bleiben. Ne? Wir dürfen ja jetzt nicht Klar. so horrormäßig werden. Aber der Stil von dem Geist war am Anfang sehr anders. Ich hatte mir eher so was Bettlakenartigeres vorgestellt. Ja. Aber er wollte eher mehr so diese Kasper-Richtung haben oder von das kleine Gespenst. Das ist auch so die Inspiration, die am Anfang auf dem so ein Buch so ein bisschen basiert. Und deswegen kam am Ende so das raus, wie er jetzt ist. Er ist halt ein lustiger, frecher Geist, der so sich gerne verkleidet. Deswegen auch dieser Anzug hier. Ja. Und da musste ich dann halt, mehrere Versionen brauchte ich dann doch bei ihm. Da war es dann nicht so ganz klar. Ja. Ah, super. Wie bist du allgemein zum Illustrieren von Kinderbüchern gekommen und wie managst du das neben deinem eigentlichen Job? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Managen ist so eine Geschichte, das ist eher ein, ja, viele schlaflose Nächte und so. Aber ich mache das halt sehr, sehr gerne. Also tatsächlich ist das über Vitamin B gekommen. Also ich habe die Autorin, also die Texterin von meinem digital zeichnenden Buch von Clip Studio Paint, die hat das lektoriert für den Autor. Und sie hat ihm gesagt, hey, ich kenne so eine super geile Illustratorin, der Stil würde super passen. Und so bin ich da reingekommen, weil vorher habe ich halt klar eher Comics gemacht und so. Und er fand halt den Stil so passend, dass wir dann da zusammengekommen sind. Und seitdem ich immer mal wieder tatsächlich für den Verlag was mache. Ja, Also ja. das passt ganz gut zusammen. Wie lange zeichnest du jetzt schon? Boah, also eigentlich schon, seit ich Ja, klein bin. ja. So ernsthaft seit circa 2005, also schon ein ganzes Weilchen, da habe ich dann angefangen, da kam das Internet in mein Dorf und dann war die weite Welt offen, da habe ich andere Künstler kennengelernt und ab dann fing das dann so an mit ja, besser werden, Bücher, so, dann gab es so Zeichenbücher, gab es endlich mal auch in Deutschland zum Comiczeichnen und dann fing das bei mir dann so langsam mal an in die Richtung, ja, Ja. verbessern. Ja. Wir hatten jetzt noch eine Frage dazu, wie man am besten lernt, Farben auszuwählen, die gut miteinander harmonieren. Hast du dazu? Ja, tatsächlich. Also ich muss dazu sagen, ich hatte schon so ein bisschen schon von der Wiege her dieses Farbgefühl. Also das hatte schon so ein bisschen bei mir, war das so mein, ja, das, was ich gut konnte. Aber ich habe viel geübt mit Farbpaletten. Also jetzt hat man durch das Internet ja viele Möglichkeiten, wo man sowas findet, dass viele Künstler, auch gerade auf Englisch kann man das dann suchen, Color Palette, Palette. Gerade auf DeviantArt gibt es da sehr viele Künstler, die das dann teilen. Die geben dann ihre Farbpaletten preis oder auch verschiedene Farbpaletten und die habe ich einfach ausprobiert. Da habe ich einfach durchgetestet, dass ich die Charaktere mal in so einer Farbe oder so einer Farbe gemacht habe und dadurch kam ich so ein bisschen in das Gefühl langsam rein, welche Farben harmonieren gut, welche harmonieren nicht gut. Man kennt die Farbkreise, den sieht man ja hier auch bei Clip Studio Paint, die Farben gegenüberliegen. Da gibt es auch so Tools, kann ich auch nur empfehlen, da im Internet mal zu stöbern, so
Farbpalettentools, wo man einfach auch drei Farben auswählen kann, gucken kann, welche harmonieren eigentlich dazu. Das macht das Programm dann automatisch für dich. Und das ist eigentlich richtig cool, weil damit lernt man so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen. Und irgendwann habe ich angefangen, eigene Farbpaletten zu entwickeln. Das war halt am Anfang viel von anderen und dann irgendwann das eigene. Okay, super. Okay, wir sind dann auch schon fast am Ende. Möchtest du zum Schluss noch ganz allgemein noch ein paar Tipps abgeben für Leute, die es gerne mit dem Malen ganz allgemein illustrieren, ganz allgemein, aber sonst auch im Bereich Kinderbücher versuchen möchten? Ja, also der größte Tipp ist eigentlich viel üben, viel Zeit investieren. Das ist halt ein sehr zeitintensives Hobby und man muss halt Durchhaltevermögen haben, da es auch immer wieder Phasen gibt, wo man nicht so zufrieden ist mit sich selbst, aber es wird immer weitergehen und was mir immer sehr viel hilft, ist gerade von realistischen Sachen zu zeichnen, Menschen zu zeichnen. Wenn ich in so Aktzeichnenkurse bin ich gegangen. Halt viel von der Natur zu lernen, immer Referenzen zu benutzen, weil man kann es nur lernen, wenn man es halt einmal in echt gesehen hat oder auf einem Foto gesehen hat. Und der eigene Stil entwickelt sich von ganz allein irgendwann dann mit, wenn man Dinge ausprobiert von anderen Zeichnern, sich inspirieren lässt, wie andere Zeichner die Natur sozusagen in ihrem Stil umsetzen und sich da nicht stressen lassen. Das ist immer mein größter Tipp, sich nicht von dieser Geschichte eigener Stil immer so stressen zu lassen, dass man keinen hätte und dass man keinen hat. Das kommt von ganz allein. Also man muss dann jetzt nicht das Gefühl haben, boah, jetzt übe ich 3 Wochen und dann habe ich einen eigenen Stil. Das entwickelt sich einfach nebenbei, wenn man viel zeichnet. Okay. Super. Gut, dann kommen wir einmal so ganz, ganz kurz zum Ende dann schon. Lass mich mal einmal den Screen wieder teilen. Gut, dann nochmal vielen Dank für Gerne. deinen Vortrag heute und die ganzen Erklärungen. Ich denke, es war sehr hilfreich im Allgemeinen, mal den ganzen Prozess zu sehen, weil da ja doch viele verschiedene einzelne Schritte drin hängen. Ja, so, und dann zum Abschluss noch, jetzt muss ich mal schauen, weitere Informationen zu Clip Studio Paint gibt es natürlich auf clipstudiopaint.net. /de oder auf graphics.com. Das Webinar wird im Nachhinein bei YouTube hochgeladen. Das ist einmal Clip Studio Paint Channel für den Clip Studio Paint Channel und dann Graphixly für den Graphixly-Kanal. Weitere Infos zu Vanessa findet ihr unter valela.zoll auf Instagram, valela auf Twitch und valela.de. valela_zoll auf Twitch und dann valela.de für die Homepage und alles weitere. So, und ich denke, das war's dann auch schon. Dann bedanke ich mich nochmal bei allen Teilnehmern. Ganz vielen herzlichen Dank an dich, Vanessa. Sehr gerne. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und bedanke mich für dieses wunderbare Webinar. Vielen Okay, Dank. bis dann, bis zum Dann nächsten tschüss. Mal. Tschüss.